So, jetzt wollte ich euch mal ein bisschen was erzählen. Nach langem mal wieder ein Video von uns. Haben ja so viele Leute nachgefragt nach nach dem Katzenklo quasi. Gleich vorweg für die Profi-Handwerker unter euch. Das Ganze ist aus Resten zusammengebaut worden. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Material, keine USB-Platten oder sonst was für Holzvorräte gehabt, sondern es sind einfach Reste, aus denen wir das Ganze zusammengeschraubt haben. Ja. Das Ganze sollte eigentlich nur ein Katzenklo werden. So war der Plan anfangs. Dazu haben wir von einem alten Hamstergehege eine relativ große Wanne genommen. Und die war eigentlich die Grundlage des Ganzen. Wie man hier einfach sehen kann, ist, dass wir lediglich Holz, Bretter, Holzplatten im Prinzip zu einem Würfelrechteck zusammengeschraubt haben, dort dann ein paar Fenster, eine Zugbrücke reingeschnitten haben und oben halt das Ganze so ein bisschen haben aussehen lassen wie eine Burg. Also, das ist, ja, wie soll ich sagen, kein Kunststück, das ist. Schafft jeder zu Hause, der ein paar Reste über hat. Sollte man keine Reste über haben, ist es halt so, dass man mit Materialkosten um die 200 € rechnen muss. Ja? Solche Sachen wie zum Beispiel diese Näpfe, die man hier sieht, ja? Das sind alles Sachen, die wir bereits vorher schon hatten. Ja, die haben wir nicht extra kaufen müssen. Gekauft worden sind die Felle explizit dafür. Und die auch bei unseren tschechischen Nachbarn, von daher recht günstig. Die Kratzbretter sind von einem Billigmarkt, haben 5 € das Stück gekostet. Die Steinoptik, das sind eigentlich Fußabtreter, die wir dazu hergenommen haben. Haben die einfach zerschnitten und so angeordnet, wie es uns getaugt hat. Die kleinen Lichter hier, das sind im Ursprung kleine Vogelhäuser. Gibt es ebenfalls in so einem 1-Euro-Laden für. Ja, eben 1 Euro. Haben wir lediglich gestrichen, ein batteriebetriebenes Teelicht reingemacht und fertig. Also nichts Dramatisches, kein Kunstwerk und auch kein technisches Highlight. Ne? Genauso hier drüben. Einfach mal anmachen. Und wieder rein das Ganze. Das sind halt so kleine Vogelhäuschen. Die Ketten für die Zugbrücke habe ich meiner Frau von der Blumenampel geklaut, genauso wie die Scharniere von ihrer Kommode. So. Fenster reingeschnitten. Ja, einfach mit Lineal, Zirkel, so ein bisschen grob was ausgerechnet und das Ganze dann einfach mit der Stichsäge ausgeschnitten. Kein Hexenwerk. Drinnen, wie man sieht, ist das Katzenklo. Es wird gut besucht. Ja. Das Ganze ist zur Seite rausziehbar. Das ist hier unten. Hier fehlt jetzt im Moment noch die Abdeckung. Die habe ich halt schlichtweg noch nicht ganz fertig. Da wird das Ganze rausgezogen. Das ist rollengelagert und rollt im Prinzip relativ easy raus. Trotz des hohen Gewichtes von 40 Kilo, was aufgrund dieser Riesenwanne, die dieser Hamsterkäfig letztendlich hergibt, hat. Insgesamt sind 40 Kilo Katzenstreu drin. Hier oben als Boden, wie ich schon gesagt habe, ist Laminat verwendet worden. Das ist so ganz normales Auenlaminat, welches wir dann im Nachhinein gestrichen haben. Da ist unten ein Querbredel drin, sodass das Ganze eben nicht federt oder eben die Gefahr besteht, dass es durchbricht. Angenommen wird das Ganze von den Kameraden bei uns, ja, wahnsinnig gut, wie man auch sieht. Permanent wackelt einer rein oder raus. Ist die Chili. Und wie man sieht, das ist eine Toilette, da kann sogar ein Maine Coon zu zweit aufs Klo gehen. Wobei man jetzt hier sagen muss, relativ untypisches Verhalten, weil es sind zwei Kerle, die hier zu zweit aufs Toilettchen gehen. Ja.
Ja, für alle, die uns gefragt haben, ob wir das für sie bauen können, können schon. Nur wollen wird es nicht wirklich jemand, eben da die Kosten allein fürs Material irgendwo bei 200 Euro liegen. Danach das Ganze zu versenden oder zu euch zu bringen, ist ja wahnsinnig schwierig, beziehungsweise ist ebenfalls mit einem relativ hohen Kostenaufwand verbunden. Ja, wir haben jetzt schon Anfragen aus 300, 400 Kilometer entfernt bekommen dafür. Ja. Das würde dann natürlich nicht aus Resten entstehen, sondern aus niegelnagelneuen Holzplatten, die wir dann im Baumarkt natürlich erwärmen. Rein von der Kalkulation her für Bau, Transport und alles halt, was wir machen würden, damit es letztendlich so ausschaut, beziehungsweise nach Wunsch so ausschaut, macht für euch persönlich, glaube ich, keinen Sinn. Liegen wir irgendwo mit Arbeitsleistung und, irgendwo bei 500, 600 Euro. Nicht lachen, aber wenn allein das Material schon 200 Euro kostet, danach noch fast 500 Kilometer einfach zu fahren sind, um das Ding zu liefern, sowie die 4 Tage, die man da dran verbringen kann mit Streichen und allem drum und dran, glaube ich, sollte jeder lieber das selber versuchen, es sei denn, jemand hat richtig Geld übrig, der darf sich natürlich gern bei uns melden. Ja. So viel zu dieser Burg, was im Ursprung eigentlich nur ein Katzenklo werden sollte. Falls noch Fragen sind, einfach schreiben bzw. über Facebook Manager einfach durchrufen. Manager? Messenger natürlich. Alle weiteren Fragen klären sich dann am Telefon. Gut. Das war jetzt mal so eine kleine Sache und so ein kleiner Eindruck von dem, wie das Ganze gebaut worden ist. Wie gesagt, ist grundsätzlich nicht dramatisch, könnte theoretisch jeder selber, wenn er denn die Zeit, den Platz und die Lust dazu hat. In dem Sinne viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unsere Videos teilt, postet, unsere Handmade-Seite unterstützt, weil, wie gesagt, früher oder später soll das alles ein bisschen größer werden und ja. Letztendlich wollen wir auch ein paar Cent verdienen. Ich bedanke mich bei euch und tschüss, bis zum nächsten Mal.